Hey, it's up to us to take out Umbrella. Ja, willkommen zurück bei Videogems, bei Bonusgems. Ein Ersteindruck, den ich mir nicht nehmen lassen wollte, natürlich, logisch, weil ich aber ein kleiner Schisser bin und so gut wie kein Resident Evil, zumindest das erste Mal, alleine spiele. Jetzt suche ich die Fernbedienung. Habe ich einen Kollegen dabei. Kollege, gib mir doch mal die Fernbedienung, danke. Bitte schön, Timo. Stell dich doch mal vor. Ja, ich bin der Uwe und ich bin einer der traditionellen, würde ich sagen, Begleiter von Timos Abenteuern in Resident Evil. Ja. Meistens nicht beim ersten Mal. weil wir Jugend nicht gemeinsam. Richtig, genau. Wir kennen uns zwar relativ lang, ich würde sagen, seit über 15 Jahren. Ja, ja. Ja, doch, ist über 15 Jahre. Ist schon eine ganze Weile inzwischen, ja. Aber klar, da waren wir ja auch schon 20, 21. Aha, aha. Und hatten das Original beide schon hinter uns. Ja, genau. wir hatten viel hinter uns. Code Veronica hatte ich schon durch. Und ich glaube, das Einzige, was wir auch noch nicht zusammengespielt haben, ist Resident Evil 3. Zero haben wir, glaube ich, stimmt, auch noch nicht. Zero haben wir auch noch nicht zusammen. Das kenne ich auch noch gar nicht. Ja, ja. Ich schon. Ja, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Ist trotzdem noch ein okayes Resident Evil. Genau, ja. Auf jeden Fall, ja, wir sind sehr scharf auf Resident Evil 2, auf das Remake. Weil, meines Erachtens, ich weiß nicht genau, wie du das siehst, ich der Meinung bin, dass Resident Evil von den klassischen Resident Evils ist der zweite Teil. Ja. Eindeutig der beste. Ja, finde ich auch. Wo wir die alle nochmal gespielt haben, muss ich auch sagen, der zweite ist schon der geilste. Ich mag die fast alle, aber der zweite ist schon, weiß ich nicht wieso, ob es jetzt Nostalgie ist oder ob der einfach wirklich so gut ist. Keine Ahnung, aber ich glaube, er ist wirklich so gut. Ja, ist ein bisschen was von beiden wahrscheinlich. Also die Nostalgie spielt da schon auch mit. Aber allein so diese Sachen mit dem A- und B-Szenario und so, das war schon damals echt eine ganze Sache. Ich habe ja wenig zu dem Remake jetzt gesehen, aber leider hat man natürlich jetzt, wo es seit ein paar Tagen draußen ist, gelesen, dass es dann doch B-Szenarios gibt. Mhm. Was ich gut finde, ich hätte es nur gerne nicht gewusst, bevor ich es selber herausgefunden hätte. Ja, ich bin mal gespannt, wie genau es funktioniert. Aber, ja gut, dann klicken wir jetzt mal New Game. Pass auf, wenn es wirklich B-Szenarios gibt, würde ich sagen, wir fangen mit Claire an, weil im Original ergibt nämlich das B-Szenario mit Claire keinen Sinn. Ja, denn ist das nicht auch irgendwie so offizieller Kanon und so? Ja, das weiß ich nämlich nicht genau, was offiziell ist. Der offizielle Kanon ist. Aber es ergab für mich im B-Szenario keinen Sinn, wenn ich Claire spiele und Ada wirft mir den Raketenwerfer runter. Ja, gut, da hast du natürlich recht. Deswegen, und außerdem ist Claire, kann ich ja mal sagen, ich fand Claire damals war die heißeste Videospielbraut weit und breit. Also alle, die auf Lara Croft standen, das waren für mich irgendwelche kranken Schweine, aber Claire Redfield war für mich, boah. Ja, wobei ich zugeben muss, dass ich in Zweier tatsächlich Leon aus irgendeinem Grund lieber gespielt habe. Ich rede jetzt aber von Attraktivität und nicht... Ja, schon. Nee, ich denke im Hinterkopf auch noch an die Attraktivität von Jill im ersten Teil, aber... Jill ist natürlich auch gut, aber ich weiß nicht. An Jill führt kein Weg vorbei. Nee, ich finde Claire besser. Okay, vote. Claire Redfield, Jill Valentine, Civil War. Okay, wir starten mit Claire. Und ihren Bitchfight. Ach ja, das hatte ich auch gelesen. Assisted fällt natürlich weg, das machen wir nicht. Assisted? Das ist halt hier, guck mal, wir haben Aim Assist, Energie wird automatisch aufgeladen und die Gegner sind schwach. Okay. Standard ist Standard und hier hat man, das finde ich aber geil, Saving Requires an Ink Ribbon. Das hätte ich gerne auch im Standard gehabt. Ja. Aber kein Autosave kann ich auch drauf verzichten, aber und Standard, stärkere Gegner, das würde ich mir glaube ich, nee, ich glaube auch nicht, weil... Nicht beim ersten Mal. Also ich habe ja die Demo gespielt, tatsächlich. Ja, ich nicht. Und ja, die sind nicht so ganz unhartnäckig, sage ich mal. Habe ich nämlich auch gelesen, deswegen... Also ich finde viele Sachen hier in einem Hardcore-Mode cool, aber stärkere Gegner, nee. Okay. Standard. Aber Uwe, ja? Deine Stimme kommt mir so bekannt vor. Ah ja? Warum das denn? Wie kann das denn sein? Zum einen, weil ich dich kenne, aber...
Oh, Moment. Ja, ja, das müssen wir natürlich. Ja. Oh, lecker. Ich finde aber irgendwie, es ist irgendwas zwischen lecker und eklig. Geil, ist das jetzt der... That guy's a maniac! Ready, bite me! Wahrscheinlich. Kannst du das ein bisschen lauter machen? Ich kann es lauter machen. Ich habe nur Angst, dass es auf der Aufnahme ist. Und dann haben wir wahrscheinlich ein Echo. Habe ich ja gerade zum Grinsen gesehen, als er Rotting gesagt hat. Nicht die schlechteste Punchline. Der Burger ist besser modelliert als so manche Figuren in anderen Spielen. Man muss Prioritäten setzen. Oh, 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 oh! Bam! Ja! Okay, in der Variante ist das neu, oder? Ja, ja. Das, das sieht man ja gar nicht richtig im Original. Ja, ja, der rauscht da ja nur einmal in die Tankstelle rein. Oder? Ja, man sieht halt nur ihn und dann hält er sich den Arm und sagt dann, na, der Bekloppte, der hat mich gebissen. Sehr authentisch gestalteter Charakter, ein richtiger Trucker-Hintern. Wie die Wampe sich auch abzeichnet. Ist zur Frisur authentisch. Hat er kein Handy? Wobei ist die Frage, wann. Doch 98, genau, oder? Wann spielt das Spiel? Spielt es jetzt wirklich auch 98? Oh Baby, da ist sie. Oh yeah. Komm zu Butthead. Naja, das ist ein bisschen merkwürdig. Hello, I gotta go. What does everyone think I'm gonna get in trouble? Ich weiß ja noch nicht, was ich von ihrem neuen Gesicht halten soll. Also sie ist schon eine hübsche, aber die haben ja alle neue Gesichter. Da geht's mir bei Leon ähnlich. Wobei ich es bei ihr noch ein bisschen gewöhnungsbedürftiger finde. Ah, ich kann spielen. Explore your surroundings. Look around. Hallo. So, ich bin zufrieden. Oh Gott, mit Stick reindrücken, das ist wirklich scheiße. Ja, hat mir in der Demo auch schon nicht so zugesagt. Na, du bist doch keine... Ihr Pferdeschwanz sieht komisch modelliert aus. Ich weiß auch nicht so ganz, was ich von dem Glanzeffekt auf der Jacke halten soll. Ja, also es sieht schon gut aus. Da, ich will mich jetzt grafisch-technisch da gar nicht drüber beschweren, aber... Also manches sieht richtig gut aus und manches halt so ein bisschen, naja... Ja, ich spiele ja dann auf PC, wird eh noch schöner. Ja, aber die Modelle werden sich ja aber nicht ändern. Nee. Ich glaube, der Unterschied ist auch gar nicht so groß. Oh, Ham-Durders, oder wie hat Trump das genannt? Keine Ahnung. Ich kenne die nur als gedämpfte Huscheln. Achso, ja. Ja, doch, sie ist schon sehr, sehr hübsch. Aber sie sieht schon anders aus. Ja, sie ist auch auf einer. Sie ist schon ein bisschen ein anderer Typ Frau. Ja, ja, das stimmt. Hello? Kostet das $400? Was? Ja, hier, guck mal. Das ist ja kein Komma. Doch, da ist ein Punkt. Ah, doch, jetzt sehe ich es. Okay, ganz schwach. Aber $4,58 für. Weiß ich nicht, Zahnpasta oder was das ist. Und dann kommt noch Steuer drauf. Ja, das finde ich schon mal ein schönes Eis. Ja, aber guck mal, das ist doch auch geil modelliert hier alles, die Details, da kannst du nichts sagen. Nee, du musst ja aber auch bedenken bei den Preisen, das ist, wenn das 98 ist, ist das ja auch noch ein bisschen vor dem Verfall des Dollarpreises. Ah, das stimmt natürlich. Ach, da... Haben sie sich da den Sprecher gespart, oder was?
Ne, der kann vielleicht auch schon nicht mehr reden. Ja. Vielleicht lernen wir ihn gleich noch etwas genauer kennen und er hat keinen Kiefer mehr. Also. Aber apropos Sprecher, Uwe, woher kenne ich denn jetzt deine Stimme? Der Meister der Überleitung. Ja, das kannst du ja auch gerne du erklären. Also, wie manche ja wissen, arbeite ich in der Synchronbranche und Uwe natürlich auch. Mhm. Aber ich... Ach du Scheiße. Ah ja, I've got this. Ich glaube, it got you. Da fällt mir ein, ich habe noch ein Frico. Das ist aber, glaube ich, nicht ganz so saftig. Ja, schön daneben. Nachladen ist irgendwie in jedem Spiel gleich. Ja. Bin mir jetzt nicht zu sicher, dass er schon tot ist. Ja, bei den alten Teilen war natürlich die Blutlache da. Das sieht aber schon interessant aus. Ja, Synchronbranche. Ja. Ich stehe nicht oft vor Mikro oder hinter Mikro. Fast gar nicht mehr. Schon, ja. Ja, Uwe natürlich öfter. Mhm. Also ich sitze auch am Schreibtisch und so, aber... Du schreibst auch Bücher, wie ich. Ja. Aber sprechen tue ich dann schon mehr. Und zwar, ich glaube, darauf willst du hinaus hauptsächlich, vor allem auch in einer Serie namens One Piece. Ja. Und irgendeinem komischen Typen mit grünen Haaren und 3 Schwertern. Ich vergesse den Namen immer. Nein, Zorro bei One Piece. Zorro, genau, so. Jetzt haben wir es ganz spannend gemacht, obwohl voll dumm. Ich werde wahrscheinlich die Thumbnail so machen, dass man es sieht. Ja, ich wollte gerade schon sagen, die Zwischensequenzen haben schon das Geheimnis immer weiter herausgezögert, aber das war gar keins eigentlich. Nee. Also, Resident Evil mit Zorro. Das wäre eigentlich eine geile Idee, ne? Du machst so ein ernstes Resident Evil-Spiel. Statt Tofu. Ja, genau. Was zum Teufel? Warum stehst du wieder? Genau, das ist der Deal. Jetzt wird er nicht mehr aufstehen, denke ich. Nee, ich glaube, der hat einen leichten Anfall von Tod. Okay, ich guck aber nochmal hier. Ich habe ja den Schlüssel bekommen. Ich weiß nicht, wofür der ist, aber... Ah ja. Use-Command. Warum ist da keine Hand? Hat die telekinetische Kräfte? Hat das vielleicht was damit zu tun, dass die Engine ursprünglich für Resident Evil 7 gebaut worden ist? Ja, war die auch. Sollte ich abhauen oder... Scheiße, muss ich noch irgendwas hier machen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du hier schon irgendwas aufsammeln musst oder so. Ich glaube, ich muss nur... Würde ich sagen, dass ich jetzt 4... Ja. Und wen lernen wir da kennen? Get down! Das ist gleich. Das wäre auch blöd, wenn sie die ikonische Szene geändert hätten. We gotta get out of here. Head to the police station. It would be a lot safer. Thanks. You can thank me later. Oh. Gewarnt ist Helen. Das Elend. Warum hat er denn seine Kopfklamotten nicht an? Das ist ein ganz hübscher. Ich meine, das sieht schon so aus, als hätte er so eine Art Uniform oder sowas an, aber... Ja, das wundert mich auch gerade ein bisschen. Denn ich will da jetzt nicht zu viel verraten, aber wenn man die Demo spielt, dann startet man mit ihm im Polizeirevier. Mhm. Und da hat er die Uniform schon an. Vielleicht zieht er die jetzt an. Der fährt es gleich rechts an und sagt, warte, ich muss mich kurz umziehen. Claire Redfield, I'm looking for my brother Chris. Ja, kann man so ausdrücken. Ja, wollte ich auch gerade sagen, ist... ja gut, die sind in der Polizeistation, im Polizeirevier stationiert, Stars, aber... ist richtig... Polizist? Nicht so richtig, ne? Oh, das sieht ja geil aus. Ja, es ist eine Sondereinheit quasi, oder? Ja, aber... Boah, das ist geil. Cool gemacht. Das sieht fett aus, ne?
Boah, das ist aber voll Walking Dead. Die Mucke, ne? Die Mucke und wie das gedreht ist, finde ich schon ziemlich, also inszeniert ist schon ziemlich The Walking Dead. Only on, was kommt das nochmal, AMC, ne? Ich weiß es nicht. Next time on AMC's The Walking Dead. Ist das Hank? Keine Ahnung, das, der Kopf war nicht zu sehen, ne? Kühl! Aber den weiß ich nicht, ob du das schon weißt, aber den gibt's. Ja, doch, doch, ja, ich. Wie gesagt, und Tofu seit es draußen ist, kommst du. Also Überschriften bei irgendwelchen Sites, irgendwelchen Websites, die auf Facebook verlinkt sind. Da steht eine Überschrift, bla 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 bla, du kommst halt um nichts rum. Ja, da war ich bei der Demo auch kurz davor, mich so ein bisschen zu ärgern, weil nachdem du die Demo beendet hast, kommt erstmal noch so ein Trailer. Mhm. Und da ist auch schon Tofu mit drin zu sehen, zum Beispiel. Und ich habe die Demo eben auch ein bisschen gespielt, so ja, mal reingucken und viel wirst du eh nicht erfahren. Aber, naja. Aber guck mal, das ist jetzt, also ich finde schön, dass die versuchen, das alles logisch aufzubauen. Ne? Da kam jetzt die Durchsage, dass die ganzen, das Essen, Vorräte, Medizin in die Polizeiwache gebracht werden und die Burger doch bitte dahin sollen. Deswegen. Die Bürger. Die Bürger. Das klingt gerade ein bisschen nach Burger, was? Burger, ja, die vielleicht habe ich auch noch so an die ersten. Die Hamburger! Hamburgers! Ich dachte schon, der LKW-Fahrer am Anfang hätte den Auftrag, den Burger zur Polizeiwache zu bringen. Einmal die Polizeistation zu beliefern. Der hatte den ganzen Rückraum voll. Ja, ja, weil nämlich Raccoon City, da ist ja Government Shutdown. Deswegen die ganze. Der Bürgermeister hat mal kurz angerufen. Ja, aber auch wirklich der Bürgermeister. Okay, jetzt haben wir genug beschissene Witze gemacht. Wir machen bestimmt noch ganz andere Witze. Was sind das jetzt, so Rapper, die in der Karre so? Weißt du? Wie heißt das? Oh, da kommt er. Aber man hat doch. Hat man jetzt gesehen, wie er gebissen wurde eigentlich? Mein Kurzzeitgedächtnis. Doch, war das nicht. Ihm wurde doch da so ein Stück rausgebissen, oder war das bei dem anderen? Dann habe ich nicht. Es kann gut sein, aber ich habe das jetzt nicht mehr so im Kopf. Das kommt drauf an, wenn man so viel labert. Ja. Oh, 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 oh! Oh, und die Funken, oh! Leon! I'm okay. Ui, that ass though. Ja, ich merke schon, du bist großer Fan. Ich finde Claire einfach der absolute Hammer. Das ging mir bei Jill damals aber genauso im Remake vom ersten Teil. Das war im da haben sie aber auch im Remake sie nochmal eine Offenbarung. Ja, nochmal designt, als wenn sie ein Supermodel wäre. Ja, die hatte auch ein sehr hübsches Gesicht in dem Fall. Ich finde ja auch, Claire war ja eine der Figuren, die bis zu einem gewissen Teil immer die gleiche Sprecherin hatten im Original. Mhm. Es war immer Alison Court, glaube ich. Recht. Ist jetzt aber ausgetauscht? Ja, die ist aber, glaube ich, schon seit Revelations 2 ausgetauscht. Leon war doch aber auch so, oder? Dass sie zumindest. Die hatten, glaube ich, ab einem gewissen Teil. Hatte zumindest denselben wie im 2er, oder? Ja, nee, ich glaube, bei 4 war es schon geändert. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich fliehe jetzt einfach nur. Ich meine, das wäre der gleiche, derselbe gewesen, dann wäre nur schon ein bisschen gealtert. Ja. Naja, auf jeden Fall alle möglichen Figuren, da wurde immer durchgewechselt, die Sprecher. Nur Claire hatte immer alles in Court. Ja, vor allem bei Wesker und Chris Max ist extrem. Ja. Also vor allem bei Wesker. Und ich finde es ja in Ordnung hier bei diesem Remake, wo wirklich alles neu ist. Ne? Finde ich das in Ordnung, wenn man sagt, wir machen jetzt auch vielleicht, interpretieren wir die Figur halt auch anders. Dann musst du doch nicht umballern. Ja, ich guck nur. Dann finde ich das in Ordnung. Aber bei Revelations 2, ich meine, ich habe es nicht gespielt, ich habe nur was geguckt und dachte, das ist aber nicht mehr alles in Court. Naja. Naja, die ist vielleicht dann jetzt auch ein bisschen alt schon für die junge Claire. Ja, aber bei Revelations 2 ja nicht, ne? Die ist ja quasi mitgealtert, würde ich mal sagen. Okay.
Fuck, bist du hässlich. Ah ja, das ist also tatsächlich ziemlich kurz bis zum Polizeirevier. Mist, einmal getroffen, das ärgert mich. Oh, oh. Heißt das etwa, es gibt den Waffenhändler gar nicht? Vielleicht gibt's den ja bei Leon. Mit Kendos Gunshop. Ah. Wo habe ich denn eigentlich eine Energieanzeige? Nee. Das ist die Karte. Oder das kommt später nochmal vor, dass die irgendwann später nochmal rausgehen. Ja, das kann natürlich sein. Ach hier, fein, okay. Denn das ist ja schon auch eine ziemlich ikonische Szene, würde ich mal sagen. Letter from Breast Fan. First of all, it's a letter, nah, I just can't believe you're really gonna do it. Breaking all the rules, blah, blah, blah. What the hell, girl? You know how many perverts and assholes are out there. Was hat das mit Chris zu tun? Vielleicht hat sie von Wesker gehört. Das fand ich ja. Hast du mal die Bücher gelesen, die Romane? Nee. Die finde ich ja, die finde ich schon ganz geil. Und im Roman zu Code Veronica, da ist halt dann die Szene, wo Wesker auftaucht und Chris doch so in der Mangel hat. Und da sagt dann Wesker, ah ja, ich habe gesehen, deine Schwester war auch hier. Mann, ich bin ganz schön geil. Ich habe einen Steifen, das glaubst du gar nicht. Ernsthaft? Ja, ohne Scheiß. Da kommt der Charakter gleich etwas anders rüber. Okay. Aber was ich jetzt noch ganz interessant finde, um das mal anzumerken, ist, dass du hier wirklich einen Freund vom Best Friend hast, der Claire quasi nach Raccoon City zieht. Während es im Original ja einfach nur ist, sie sucht ihren Bruder. Ja. So, das ist... Speichern wir mal. Das dauert aber lange, das Speichern. So. Ah, geil! Ich wusste gar nicht, dass die Kisten wieder zurück sind. Das ist ja mega! Ja, sind sie. Geil. Habe ich jetzt in der Demo allerdings auch noch gar nicht damit gearbeitet, weil da stehst du unter tierischem Zeitdruck. Guck mal, das Police Department hat ein eigenes Betriebssystem. Marvin, das ist doch der Will Smith. Naja, Marvin Brenner, das ist der Will Smith-Typ. Nee, nee, nee. Doch, bin ich mir sicher. Ach so, er hat gerade nach Marvin. Ich habe nicht 100% auf den Titel geguckt. Das meinte ich. Aber, ja, das habe ich jetzt mitbekommen, dass man jetzt sozusagen denen helfen muss. Hier ist rot, das heißt, ich kann da nicht durch. Oder wie? Was ist das denn hier? Ach, hier ist ein Spray. Habe ich das eben übersehen? Das ist mir in der Demo auch noch gar nicht so aufgefallen, dass die Items markiert sind auf der Karte. Weiß ich nicht, wie ich das finden soll. Ach, da liegt es ja. Naja, gut, dafür blinken sie nicht ganz so. Ja, das stimmt natürlich, ja. Keep out. Naja, ich glaube, das ist wirklich die Seite, wo es losgeht. Naja, es ist die Frage. Ich soll ja da hin, aber ich könnte natürlich auch hier rein. Jein. Ich glaube, auch wenn die jetzt noch so aussieht, als wäre die offen, die ist nicht offen. Ich kann es ja mal. Das ist, glaube ich, so, dass du die wirklich checken musst. Ja, da siehst du es auch schon, da ist ein Symbol drauf. Das ist ja geil, was hier so alles anders ist. Also klar, den Raum kennt man. Den kennt man, aber das sieht natürlich trotzdem anders aus. Okay. Ah, und das finde ich ja auch ganz praktisch, dass das Symbol jetzt wirklich auch groß auf der Tür zu sehen ist. Ja. Das ist eine Figur auch nicht so. Da musst du nicht wirklich bei jeder Tür ausprobieren. Oh, allerdings, geil. Und hier muss man drei Scheißdinger reintun. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob es dir auf der Karte markiert wird,
ob, wenn du die Karte, wenn du die Tür angeklickt hast oder ob es reicht, dass du dran vorbeigegangen bist. Also, mal gucken, was da gleich auf der Karte steht. Ja, hier kriegst du schon das erste, aber du hast den Tipp dafür noch nicht. Ja, ja, okay. Ach, ich liebe das ja. Irgendwo hier oben gibt es noch Munition, das weiß ich noch. Irgendwo auf einer Bank liegt da. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich die Action Resident Evils nicht so mag. Ja. Aber Resident Evil 4... Ich persönlich mochte Resident Evil 4 damals sehr gerne. Das weiß ich. Als wir es wieder gespielt haben, konnte ich aber ganz gut nachvollziehen, was dir auf den Sack gegangen ist. Ich kann aber auch andersrum verstehen, was man sehr gut daran findet. So ist es nicht. Es ist bei mir vielleicht auch so, ich habe zu dem Zeitpunkt noch keine... Ich könnte der Animation ewig zugucken. So, ja. Noch keine Shooter gespielt, die sich mit zwei Sticks gesteuert haben zu der Zeit. Das war ja auch neu. Also wenn ich mich zurückerinnere, Resident Evil war, glaube ich, da Vorreiter. Resident Evil 4. Und diese Zwei-Stick-Steuerung hattest du dann eigentlich erst ab so Titeln wie Dead Space, glaube ich. Und dem Silent Hill, was da damals kam, wie hieß das? Homecoming. War nämlich der Punkt. Das hat sich zum Beispiel sehr frickelig gesteuert beim Schießen, fällt mir gerade noch. Als ich nämlich Dead Space gespielt hatte, und das war lange nachdem es draußen war, ich glaube, hier im Haus habe ich es gespielt, dachte ich, es ist ja die Ansicht von Resident Evil 4. Aber ich finde es trotzdem geil und so kann eigentlich ein Resident Evil von mir aus sein. Ja, und deswegen finde ich das hier auch okay, dass das hier quasi die Resident Evil 4 Ansicht ist. Ich hätte es geil gefunden, wenn sie gesagt hätten, vollkommen back to the roots. Aber so finde ich es in Ordnung, weil bis jetzt finde ich es ganz geil mit dem Erkunden und alles. Also es ist so eine schöne Mischung. Aber ich glaube, da die für das Spiel ja tatsächlich noch den Vollpreis aufrufen, dass du hättest ein Resident Evil mit der Panzersteuerung relativ aber schwer mal, als Vollpreis verkaufen kann. Das finde ich ein bisschen doof, immer Panzersteuerung. Was ist das denn hier? Ja. Das ist eine Panzersteuerung. Der einzige Unterschied ist die Ansicht. Das ist genau, theoretisch ist es genau die gleiche, noch nur nicht aus mal. Aus einer anderen Perspektive, ja. Es ist noch nicht und mal, auf, weil ich kann ja hier nicht, ich kann mich hier gar nicht drehen. Nee, das mit dem einen mit dem rechten Stick dann. Also es ist eigentlich genau so eine Panzersteuerung. Achso, da fehlt mir so ein... Verstehe. Eigentlich genau so eine Panzersteuerung wie in den klassischen Spielen. Und deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer mit der Bezeichnung. Ja. So, ich weiß, ich kann da rein, aber ich wollte erstmal hier gucken. Ja, ich finde es auch ein bisschen schade. Ich hätte, ach, der Raum ist das, ich erinnere mich vom Original, was das ist. Ich hätte mich tatsächlich auch, glaube ich, und ich möchte jetzt nicht zu weit vorausgreifen, bevor wir das Spiel wirklich gespielt haben, aber ich glaube, ich hätte mich über ein Remake, was ein bisschen näher am Original bleibt, tatsächlich auch noch ein bisschen mehr gefreut, als über das, was wir ich jetzt gefeiert, aber ich glaube schon, dass das hier mir doch schon Spaß machen wird. Hatte ich auch so ein bisschen überlegt, dass ob man nicht irgendwie so eine Zwischenform kreieren könnte, wo es eben Kamerawechsel gibt, die für die Action in diese Perspektive schaltet, was sicherlich nicht einfach hinzukriegen ist, dass das so hundertprozentig funktioniert, aber vielleicht ein ganz interessanter Ansatz wäre. Oder man kann es sich aussuchen, aber dann wären es quasi zwei verschiedene Spiele, die du entwickeln musst. Ja, klar. Das verstehe ich schon. Entschuldigung, ich habe gerade einen ekligen... Wir haben gerade erst gegessen. Ja, einen ekligen Frikorülpser. Oh, der Presseraum, der ist hier, der ist doch im Original auf der anderen Seite. Ja, die Architektur ist ein bisschen anders. Das habe ich auch schon festgestellt. Ich wette, das funktioniert nicht. Doch. So, Gold. Ist ja auch einfach nur der Lichtschalter erstmal. Ich finde es schön, dass sie automatisch die Taschenlampe ausstellt. Ja, das ist prinzipiell auch ganz Ladies gut, dass man sich darum nicht kümmern muss. Das fand ich ja ganz geil, das haben viele nicht gemacht bei Doom 3, dass du dich entscheiden musst, ist Taschenlampe oder Knarre. Mhm. Und in der neuen Version, der BFG... Ist die dauerhaft. Ja, und das finde ich... Das Spiel ist gar nicht darauf ausgelegt eigentlich. So, aber was muss man denn hier machen? Hier war nur Munition? Hier muss doch noch irgendwas passieren. Ja, gut, dann nicht. Vielleicht nachher. Hat jemand seine Schuhe vergessen? Huch, was war das denn da gerade links?
Das ploppt ein bisschen seltsam ins Bild, ne? Das war der Schatten auf dem Karton. Okay. Vom Karton. Nur ein Schatten. Guck mal, die hatten hier offensichtlich auch schon ein Rohrbruch, ne? Gehe ich falsch? Habe ich das verpasst? Da bräuchte man jetzt den Typen von Police Academy, der die ganze Zeit... Du meinst Jones? Ja. Er ist der Schauspieler eigentlich. Ja, heißt er nicht Michael Winslow? Ist das Michael Winslow? Doch, ich glaube, du hast recht. Bin mir jetzt nicht sicher. Bei dem Namen klingelt auf jeden Fall was und da klingelt nichts in eine andere Richtung. Also ich glaube, du hast recht. So, wir gehen gerade mal kacken. Hier sind bestimmt Zombies. Oh. Ah, da kommt das Wasser her. Oh. Oh, shit. Ja, das ist natürlich als Zombie auch, wenn du so Menschenfleisch isst, dann hast du auch tierische, ne? Also, meinst du, Menschenfleisch brennt zweimal? Ja, da geht das dann schnell, dass die Toilette verstopft. Ich meine, wenn du so einen ganzen... Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie schnell die Verdauung von so einem Zombie funktioniert, aber ich glaube, die wird eher langsam. Das ist ja auch die Frage, verdauen Zombies noch? Gut, das sind jetzt keine klassischen Untoten, obwohl ja, aber die überleben ja schon. Müssen sie ja irgendwie. Ja. Sonst. Nicht mal, ich habe ja World War Z gelesen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie es auf Deutsch hieß. Und das ist ja relativ wissenschaftlich aufgebaut, aber ich kann mich nicht daran erinnern, ob da irgendwas zur Verdauung der Zombies stand. Also, das bisschen, was ich von Walking Dead gesehen habe, ist das doch irgendwie auch so, bei denen zumindest, dass es da mal darum geht, dass die schon verhungern könnten, aber das sehr lange dauert. Also würde ich davon ausgehen, dass der Stoffwechsel von so einem Zombie relativ lange dauert. Jetzt hat der Stoffwechsel nicht so unheimlich viel mit der Verdauung zu tun, letztlich vom Tempo her. Ja. Glaube ich... Wissenschaftlich fundierte Halbwissensvermutung. Aber irgendjemand braucht Hilfe, ne? Ja, ich glaube hier. Ach du Alter, oh, man sieht nichts, aber es reicht schon. Oh, Mann. Ach du. Oh, Mann. Wow. Aber was hat der Zombie jetzt gemacht? Hat er den so lange angeknabbert? Ja, vielleicht ist es ja auch nicht nur einer. Ja, gut, das stimmt. Alter. Da ist die ganze Rechenpower drin, in den Eingeweiden. Ja, das ist nicht das Einzige, was Guck mal, Goddess-Statue, da muss man die Dinger ja, einsetzen. Wir kriegen hier gerade, das kann ich dir schon mal verraten, die ersten Tipps, zum Beispiel für die Statue da oben. Ja, was steht denn da? Aber das sind ja nur... Ne, blätter mal weiter. Das ist jetzt erstmal nur, worum es geht. Ja. Also wir sehen hier diese Statue, wo wir die drei Dinger einsetzen müssen. Genau. Und das führt uns offenbar anscheinend durch einen Weg runter zum Parking Lot, zur Tiefgarage. Ah. Was allerdings da unten ist, das wissen wir offensichtlich nicht, weil der Polizist, der weiß, dass es da einen Geheimgang gibt, diesen Geheimgang wohl auch noch nie durchquert hat. Genau, und da siehst du jetzt die... Aha. Ist das die Lösung? Demo, ja, das ist die jeweilige Lösung. In der Demo gab es tatsächlich eins weniger zu sehen von diesen Skizzen. Das ist interessant. Ich kann auch nicht weiterblättern, das war's. Okay, Return to the main. Fuck. Caution. Schon sind wir caution. Da hast du die Zombies zweimal an Claire rangelassen und schon ist Achtung angesagt. Ja. Ich fliehe einfach. Das ist eine regelrechte Diversität bei den Zombies. Du kannst doch nicht Glenn erschießen. Der sieht ja nicht aus wie Glenn aus Walking Dead. Ist das vielleicht so ein Easter Egg?
Vielleicht finde ich witzig. Komm, Baby. Du schaffst es. Fuck. Aha. Ey, da ist er, Will Smith. Marvin, meine ich. Der gar nicht mehr aussieht wie Will Smith. Ja, es geht ja mehr ein bisschen mehr in die Richtung Idris. Nee, Idris Elba trifft es auch nicht. Nee, finde ich auch nicht. Vielleicht hier dieser Schauspieler. Terry Crews. Der sieht ein bisschen aus wie Terry Crews. Findest du? Also ein bisschen. Naja, aber dann müsste er aber mehr Muskeln haben und, ja, und sie separat hüpfen lassen können. Sag ich. Der ist aber schon ganz schön blass. Nee, ich denke gerade ein bisschen an. Na, wie heißt denn der? Cuba Gooding Jr. Echt? Nee, er sieht wie keiner dieser Schwarzen aus, die wir kennen. Wir wollen damit auch nicht sagen, dass alle Schwarzen gleich aussehen. Entschuldigung. Darum, bitte. Darum versuchen wir ja auch gerade schon mehrere Beispiele zu finden. Aber, Nee, der den. Vielleicht basiert ja auf irgendjemandem, das machen die ja oft, die Entwickler. Oh, da gefällt mir Gesicht nicht so. Wooden Fucker! Ich stelle mir jetzt dieses Meme von dem fetten Typen vor. Aber fände ich cool, wenn Marvin hier eine leicht größere Rolle hätte. Also sterben wird er. Er ist quasi ein Redshirt. Ja, ja. Aber fände ich schon cool. Ja, er funktioniert hier im Remake, glaube ich, einfach auch ein bisschen besser. Ja. Ja klar, im Original sitzt er da rum. Just go! Und dann kommst du wieder und er ist ein Zombie. Und jetzt küssen die sich. Das wäre eigentlich nur witzig, wenn man mit Leon spielen würde. Claire trifft ja oft auf hilfsbereite Schwarze, ne? Bei Code Veronica am Anfang der Gefängniswärter. Der ist auch schwarz. Ja, und dem kann man ja nachher das Blutstillmittel geben. Oh, cool. Wie sah der denn nochmal aus? Ne, der sah auch nochmal deutlich anders aus. Ja, ne? Ja. Der war auch recht sportlich gebaut, sage ich mal. Ne? Okay, und das ist. Aha. Was steht denn eigentlich da auf ihrer Jacke? Ist das noch das, was damals auch drauf stand? Made in Heaven, ne? Ja, ja, ich glaube schon. Okay, jetzt kann ich wahrscheinlich das hier durchschneiden, ja, habe ich mir gedacht. Ich wollte aber speichern. Damit wir die Zombie-Nummer nicht nochmal machen müssen. Toll, jetzt steht da natürlich, wann wir spielen, aber nicht wie lange. Das finde ich schade. Ah. Ich kann ja gerade mal gucken, wie lange die Aufnahme schon läuft. Die jetzt am Ende schon abgebrochen. Nein, nein, 40 Minuten. Ich glaube, ein bisschen können wir sogar noch. Okay. Ist ja witzig. Ach doch, steht da wohl. Guck mal, da steht 19 Minuten. Ach. Aber warum läuft denn die Aufnahme dann 40 Minuten fast? Das ist wahrscheinlich Intro und alles zählt bestimmt. Intro-Menü, ja. Okay, kann ich das jetzt einfach so machen, oder? Nee. Muss ich? Mit X, ja. Ah, okay. Schön fachmännisch. Zack. Alles klar. Ach so, lass doch mal gucken. Geh mal da hoch, ja. Genau. Ob ich das kapiere. Das habe ich in der Demo nämlich tatsächlich auch schon gelöst, das Rätsel. Das hat mir nur in der Demo überhaupt nichts gebracht. Natürlich. Okay, das ist der Löwe. Ja. Weiß genau ich doch. Da. Einmal umblättern. Also ein Meerschweinchen, eine Feder und ein Adler. Ich weiß, das ist kein Meerschweinchen. Aber es ist auch keine Feder. Ich glaube, das ist eher so ein Zweig. Getreide oder sowas. Ja, stimmt. Okay. Da war doch schon der Löwe. Nee, den Löwen muss ich ja nicht. Ich muss das Schwein. Da vorne ist der Löwe.
Ach so, das soll ein Löwe sein. Das sollte ein Löwe sein. Echt? Das da und was war da hinten? Das ist nochmal der Adler, ne? Ja. Der ist, glaube ich, auch gerade schon vorbeigekommen. Der sah so anders aus. Ja. Na gut, probieren wir mal. Bin mir gerade auch gar nicht mehr so sicher, ob das in der Demo dieselben Symbole waren. Und dann setzt du am besten gleich auch unten ein. Genau. Dann das nicht mehr im Inventar rumlungen. Ich überlege, ob ich ein Spray nehme und ein anderes in die Truhe. Oder ob ich eins nehme. Oder? Also ohne jetzt nochmal zu sehr den Fokus auf ihr Gesäß lenken zu wollen. Ich finde das, ganz schön, wie diese Gürteltasche da hinten sich mitbewegt. Ja. Also finde ich ein nettes Detail. Ja, ich finde das Detail auch gut. Dir gefällt doch eher das Ganze unter dem Detail. Braucht man den Schlüssel hier noch? Ich würde den mal mitnehmen. Ja, ne? Aber von den Sprays kannst du sicher reinlegen. Ja, genau. Eventuell auch noch das zweite, weil ich glaube, wir kommen relativ ja, aber ich, den Kräutern vorbei. Ja, das weiß ich eben nicht. Ich bin ja auf Caution schon. Stimmt, ja, siehst du, da haben wir schon ein grünes Kraut. Da rechts, da kannst du den gleich, das kannst du eigentlich direkt nehmen, wenn du schon Caution bist. Ach, das ist... Da muss ich aber nochmal in die Halle, denn ich glaube, ich habe da auch eins gesehen. Weil du schon auf dem zweiten Couch bist. Ja, es ist orange, ja, aber... Ach, hier. Ja, dann geh nochmal in die Halle, wenn da auch eins stand. Also ich bin mir nicht sicher, ob das einfach nur eine Topfpflanze war oder ob das ein Kraut sein soll. Naja, das größere da links gerade war eine Topfpflanze. Ich meine hier oben, aber ich glaube, das war eine Pflanze. Da. Ah ja, das ist ein bisschen groß für Kraut. Das ist ein riesiges Kraut. Da kann man sich schön draus drehen. Das ist eine endlose Heilstation. Ja. Wäre eigentlich geil, die Idee. Gab es nicht ein bisschen sowas im ersten Teil, im Original? Nee. Nee, glaube ich nicht. Liegt da noch Munition? Nee, aber so es gab zumindest diese Stelle mit dieser Pflanze, die man vergiften musste an dem Brunnen da quasi mit der Bewässerungsanlage. Ja, stimmt. Ja. Und da waren zumindest mehrere Kräuter. Und ich glaube, man konnte sich da permanent vergiften. Was macht denn hier eine Statue von Josef Stalin? Ja, ich weiß, das ist nicht ja, Josef Stalin. Das ist weit hergeholt. Aber es sieht auch nicht aus wie ein Standardpolizist oder so. Ja, nehme ich das jetzt. Ich bin auf Orange. Ja, oder du nimmst das Spray. Ja, aber wenn das wie in den alten ist, gibt Spray eine schlechtere Bewertung. Das ist die Frage, ob das so ist. Das, Und ein Spray würde ich auch nicht für Orange Caution verwenden. Das würdest du eher für Rot verwenden. Ja, ich nehme es jetzt einfach. Ja. Na, siehst du, sind wir wieder fein. Fein, ich bin fein damit. Wenn mir irgendjemand sagt, ich bin fein damit, hau ich dir mal auf die Schnauze. Das ist kein Deutsch, das ist Englisch. So. Warum wurde das hier modelliert? Kann man hier irgendwas machen? Ich meine, es sieht ja schön aus, aber ich bin es noch gewohnt, in Videospielen wird nur das modelliert, was nutzbar ist oder einen Witz hat. Das gab's, aber das war in Teil 6 auch schon so, dass da ganz viel rummodelliert war und das irgendwie schick aussah, aber du dadurch halt einfach nirgendwo hin konntest. Alter. Du hast echt noch nicht viel gesehen von dem Trailer-Material. Nee, ich hab mich davon... Der hat Kano, ist mit Kano spazieren. Er hat einen Grinsen geschenkt von Ohr zu Ohr. Zu Ohr. Du darfst vielleicht, das nicht vergessen. Stimmt, vielleicht ist das ja hier Sonjas alter Partner. Oh, Sonjas alter Partner. Ja, genau. Wir sprechen von Mortal Kombat, dem Film, dem Kinofilm. Der grandiose Film. Was ist mit dem passiert? Wie kommt der Zombie da hoch? Ist der irgendwie gesprungen und dann, oh scheiße, ist der hängen geblieben? Ja, vor allem, was ist da passiert? Geh mal an dem vorbei. Na, fick dich! guck dir das an! Ja, ja. Das war mir in der Demo nämlich auch nicht aufgefallen, dass der da an so einem Rohr hängt da oben. Ja, aber doch mal echt, wie ist denn das passiert? Ja, was glaubst du, was mit dem anderen passiert ist? Ja, der andere, da wurde vielleicht angenagt. Gut, ich kann mir denken, hier kommt der Licker natürlich. Das wäre ja im Original der Raum gewesen, genau. Wo der erste Licker unter ist. Aber ja. Licker nehmen Leute doch nicht an die Gurgel und schmeißen die oben und pflanzen die dann da an ein kaputtes Rohr. Was ist das? Naja, vielleicht ein kleiner Snack für später aufbewahrt. Ja. Ah, hier ist Marvin. Officer of the Month, natürlich, ja, Marvin. Ja, guter das, Mann. Das, guck mal, das finde ich ein bisschen blöd, dass das so stark überbeleuchtet durch den Lichteffekt. Das stimmt, aber da haben viele Videospiele
ich sag mal, mitzukämpfen. Aber mir egal, es sieht schon gut aus. Aha. Da kann man raus oder rein. Oder auch nicht. Nee, das ist nur dazu da, dass du es versperren kannst. Ach so, das ist ja geil. Ja gut, im Original das kann man, glaube ich, damals ja auch Sicherungen finden, genau. Hier findest du eben so Bretter zum Vernageln. Aber du findest hier auch schon relativ bald welche. Und kannst damit eventuell sogar noch verhindern, dass sie hier reinbricht. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber... Oder ob das erst beim nächsten Fenster geht, dann... Wie das anhält auf einmal. Ich warte, bis du was ausgewählt hast. Gut, wäre ja auch scheiße. Resident Evil kann man nicht auf Stopp stellen. Ich gehe mal weiter. Ja, du musst dich mit der nicht unbedingt beschäftigen, würde ich sagen. An der kommst du relativ gut vorbei in diesem Gang. Wobei... Hier ist der andere Presseraum, von dem habe ich eben gesprochen. Ja. Können Zombies durch Türen gehen? Sind das Velociraptoren? Irgendwas habe ich gerade gespürt. Ja, guck mal, sie steht schon an der Tür und möchte rein. Scheiße. Ja, dann... Gut, ich habe in der Stunde, die wir spielen, schon ein paar Mal geil daneben geballert, aber du musst sagen... Ja, du stellst dich besser an als ich in der Demo. Ich habe da wirklich ein bisschen... Die steht doch wieder auf. Los, steh auf. Weil es gibt da... Da musst du auch noch feststellen, Zombies, die dann gerne mal so ein bisschen im entscheidenden Moment mal noch so eine Körperbewegung machen. Und wenn du dann auf den Kopf ziehst zum Beispiel, geht's relativ schnell mal daneben. Guck mal, was ich dir für einen Scheitel ziehe. Ja, du machst gerade in etwa das mit ihr, was der Licker wahrscheinlich mit dem Opfer da draußen gemacht hat. So, ich hoffe, das reicht jetzt. Moment mal. Ist es eine Anzeige wie bei Dark Souls? Können die Dinger kaputt gehen? Oh. Das sieht ein bisschen so aus, ne? Schniekes Stück. Oh. Tja, das Spiel hat verrostet, aber... Ja, das Spiel hat keine Anleitung, wie das heute so ist. Deswegen können wir da leider jetzt nicht nachgucken, aber für mich sieht das so aus. 25. September. Wir haben das Polizeirevier vorübergehend in ein... Ist egal, ich übersetze das jetzt nicht on the fly. Ich gucke nur, ob hier irgendwas steht. Weiß nicht, ne? Irgendwelche Codes oder sowas. Der geilste Resident Evil Eintrag ist noch immer welcher, Uwe? Itchy Tasty. Juckt lecker. Ah, cool. John ist vorbeigekommen. John ging mir auf die Nerven. Ja. Hat John gegessen. Dummes Stück Scheiße. Ich hab ihn gegessen. Haben wir uns ausgedacht. Der Tagebucheintrag ist so ähnlich, aber das mit dem dummen Stück Scheiße haben wir uns ausgedacht. Guck mal, im Original kann man ja hier hintergehen und dann, Ja, das weiß ich schon gar nicht mehr. Ja, und dann ist da der Kamin. Ach ja, genau, da ist der Kamin, wo dann die Demo damals, glaube ich, geendet hat in etwa. Nee, ich glaube, die Demo von Teil 2 endet bei dem Stars-Ding. Ja, ich hab mir nochmal was dazu angeguckt. Also ich weiß noch, dass du da auf jeden Fall, ich meine, da findest du so ziemlich, da findest du irgendein Item, was dann... dafür sorgt, dass du es beenden kannst zumindest. Aber warum konnte ich das denn jetzt machen? Das heißt ja... Ach so, das endet hier. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay, das heißt, man muss da durch. Oh, das ist aber nett, dass eine Munition dabei hat. Dabei sah der gar nicht so nach Polizist aus. Ja, das finde ich ja auch geil. Das ist ja auch im Original so, dass du irgendwo hinklickst, wo vielleicht Munition ist und da ist tatsächlich welche. Guck mal, Karl Winslow. Oder Onkel Phil. Ja, und der will auch denken, gib mir Süßes! Warum geht der Automat nicht? Aber Onkel Phil war kein Polizist. Das stimmt. Der war Richter. Sag mal. Oh, sind ihm die Süßigkeiten aber sehr wichtig. Das ist so knapp an seinem Gehörgang vorbeigeschossen. Ja.
Aber das ist ein recht großes Ziel, der Mann. Der steht doch bestimmt wieder auf. Das finde ich doof. Du siehst nicht, ob die wirklich tot sind. Versuchst du gerade wieder so ein Stück Speck aus ihm rauszuschauen? Für später. Ah. Hm. Hast du jetzt die Bänder an der Kniescheibe durchtrennen? Ja. Also ich denke mal, ich habe mir erledigt, sonst wäre der aufgestanden. Aber so einen schönen Kaffee? Ja, aber er wollte offensichtlich einen Schokoriegel. Der wollte, ja, hier. Warum hat er nicht einfach zugegriffen? Das finde ich, ich meine, ich finde es witzig, aber es ist auch unlogisch. Warum hängt der Zombie hier von einem... Der Zombie will unbedingt Snacks haben. Genau, von einem Snackautomaten, der auch noch offen ist. Ich will jetzt keine Munition verschwenden, aber mich würde interessieren, was passiert, wenn ich auf den Feuerlöscher schieße. Feuerlöscher. Du meinst, denn Feuer ist Extinguisher? Ja. Oh, hier ist die Party für Leon. Ich gucke aber noch mal ein bisschen. Ich guck mal im... guck mal, das ist der Darkroom. Im Safety Deposit Room, wenn ich da reinkomme. Ich komme rein. Das sieht schon sehr nach Zombie-mäßig hier aus. Wäre eigentlich eine gute Idee für eine Komödie, denke ich gerade. Darkroom mit Zombies. Keep in the locker, Simmons missing few keys. The person responsible for this mess finds some spare keys and fix this right now. You know who you are, bastard. Where is the fuck out of this badly? Weiß genau, wer damit gemeint ist, du Arschloch. Okay, da haben wir, so wie es aussieht, noch keinen Hinweis für. Ja, aber guck dir mal an, welche Nummern du eingeben kannst hier von den Lockern. Das funktioniert nämlich hier tatsächlich einfach so, dass du die Nummer eingibst von dem Locker. Ach so. Du siehst aber auch, dass zwei Tasten fehlen. Ja. Damit fällt alles mit 2 und 3 schon mal raus. Die 101 kann ich auch nicht aufmachen. Doch, die 101 könntest du aufmachen, wenn sie nicht schon offen wäre, wahrscheinlich in dem Fall. Darum meine ich, guck dir die mal an, wo was drin ist. Siehst du, die 101 ist offen. Ach so. 102 und 103, da wäre was drin, können wir aber nicht eingeben. Ja, du hast recht. 106 können wir öffnen. Ja. Und gehen wir noch weiter die Reihe, dann können wir uns das schon mal merken. 109 geht nämlich auch. Ah, okay. Das hätte ich erst ein bisschen später gerafft. So, was war das jetzt? 6. Man ist auch ein bisschen unkonzentriert, wenn man zusammenspielt und gleichzeitig noch unterhalten muss. Ja, außerdem sind das auch Autorengehirne. Wir schreiben das immer gleich auf, was wir denken, und dann ist es weg. Das stimmt. 109, ne? Mhm. Ja, das ist wirklich so. Sobald, wenn ich am Dialogbuch sitze und ich habe den Text, habe den Take da, wird erstmal was aufgeschrieben. Gucken, ob es funktioniert. Das ist lustig, wenn du das geschrieben hast, nur ein bisschen später damit noch im Studio. Und da vergeht dann zwischendurch teilweise recht viel Zeit. Ja, klar. Und du stellst fest, dass du dich an manche Einstellungen kaum noch erinnerst. Ja. Obwohl du sie selbst betextet hast. Ja. Das ist aber auch super. Andersrum, wenn du das fertige Produkt hast und es ist ein paar Jahre vergangen und du weißt überhaupt nichts mehr. Mhm. Und du siehst es dann, dann ist eine geile Stelle, ist dir, oh, geil, hab ich das gemacht? Ich glaube, hier haben wir noch... Ja, da. Oh, geil, Granaten. Also. Aber diese Karte, die man dafür braucht, müsste auch irgendwo in der Nähe sein. Also zumindest in der Demo konnte ich das öffnen. Oh, das ist mit Leon anders. Was ist denn hier was? Ich höre doch was. Wo kommt der denn her? So, da haben wir jetzt eine Mechanik kennengelernt, die kennt man tatsächlich aus dem Resident Evil 1 Remake schon. Meinst du das Messer? So ähnlich, ja. Es ist hier allerdings das eine Überlebensmesser, mit dem man sich verteidigt. Und dann kann man das immer wieder rausziehen. Ja. Du siehst. Bist du denn tot? Ich glaube, jetzt hat sie es gerade erledigt. Guck mal, hast du ihm auch den Daumen abgetrennt oder war der vorher schon weg? Wir nennen ihn Vierfinger Joe. Joe, warum hat er Vierfinger? Ach, guck, nee, da brauchen wir gar nicht gucken, weil die 2 war weg. Ja, die 2 ist weg.
Aber wo kommt denn der scheiß Zombie her auf einmal? Da sehen wir eine Gürteltasche. Ja, Tasche. Wo kam der scheiß Zombie her? Der muss entweder durch die Tür gekommen sein oder er stand schon irgendwo in der Ecke und wir haben ihn nicht bemerkt. Oh Mann, ey. Das ist ja eine geile Einstellung. Gut, da gehen die Frames in die Knie. Ruckelt leider. Ja, West Office oder Darkroom. Darkroom könnten wir den Film entwickeln, den ich gerade bekommen habe. Ja, kannst du mal machen. Ist, glaube ich, nicht ganz so spektakulär. Aber kannst du mal machen. Das hier sieht geil aus. Ah, guck mal, da ist so ein Brett. Da rechts. Was? Das ist so ein Bretterdings, mit dem du das vernageln kannst. Ich finde es auch ganz praktisch, dass das hier schon in solchen Sets angeliefert wird. Ja, das sieht echt so aus. Ich mach das mal gerade. Wenn ich es machen kann. Ja. Ist die Frage, ob das die Polizisten nicht normalerweise verwenden, um irgendwelche Absperrungen zu machen oder so. Wenn da dieses Band dabei ist. Schade, dass da keine. Die Bretter sehen nicht dran aus. Schade, dass da keine kurze Animation ist. Ah, ja. Gut. Ja, aber wir spielen hier auch nicht Red Dead Redemption. Wir spielen Resident Evil. Wir spielen ein gutes Spiel. Auch hier wieder, ich mochte zumindest den ersten Teil. Den zweiten habe ich nicht gespielt. Ja. Gunpowder. Mhm. Aha, also eine Mechanik aus Resident Evil 3. Ja, aus Nemesis. Ja. Das ist ja cool. Aber ich glaube, sie funktioniert hier ein bisschen anders. Naja, man hat zumindest nicht dieses Gerät dafür, wie mir scheint. Ah, ich weiß, wie die Dinger funktionieren. Ich will nur mal... So, und mit diesem Raum habe ich jetzt gleich ein Problem, weil du kannst das Foto auch im Hellen entwickeln. Zumindest war das in der Demo so. Mhm. Ah, okay. Ja. Die sehen hier aber ein bisschen merkwürdig aus, die Red Herbs. Stimmt, das sieht aus wirklich wie so eine Blume. Guck mal, das ist ein ganz hübsches Foto, was da. Das sieht echt aus, aber das sieht wirklich furchtbar aus. Da. Das sieht ein bisschen unten aus, als wär's ein Charaktermodell aus der PS1-Ära. Ja. Okay, ist das jetzt einfach so oder ein Hinweis? Das ist garantiert ein Hinweis. Ja, der hat da was in der Hand, dieses rote Ding, und dann hat er noch ein Buch, der Klaus, oder wer das sein soll. Klaus. Ja. Klaus der Große. Moment mal, ich muss mal gerade was... Ja! Aha, so kommt man direkt ins Menü. Das ist doch guter Stoff! Verzeihung. Meine Stimme nimmt manchmal den kürzesten Weg. Gut, ich würde sagen, das Spray packe ich dann hier rein. Achso, du hättest das Löwenmedaillon, glaube ich, auch schon unten einsetzen können. Oh, das stimmt, wie dumm. Du hättest dir, hab ich nicht auch in dem Moment gesagt, du könntest das gleich einsetzen und das ist wieder aus dem Inventar raus. Also, ja, also wenn, ja. Keine Kritik an dir, Timo, ich glaube, ich habe das gesagt. Lass mal den Scheißschlüssel denn jetzt hier. Ich weiß halt wirklich nicht, wofür der ist. Ja. Ich meine, der war bei der Tankstelle. Von der Logik her dürfte er nirgendwo anders passen. Ach so. Kannst du den... Man kann den doch auch hier untersuchen. Ja. Hast du das schon getan? Nein. Siehste. Storage Room. Ja, Gas Station Storage Room. Wie kommst du auf Gas Station? Steht was da steht. Irgendwo? Wo? The key to the gas station storage room. Ach, da unten. Da habe ich gerade eine E-Mail bekommen, glaube ich. Ach ja, da steht ja auch Miss Oil. Ich glaube, ich pack den weg. Es ergibt keinen Sinn. Ja, bis man da hinkommt, wird wohl etwas dauern. Meinst du, da kommt man nochmal hin? Naja, wenn du den Schlüssel hast. Ja, klar, kann sein. Und im Remake vom ersten Teil gab es ja auch so Passagen, die man noch nicht kannte. Das stimmt. Sollen wir hier... aufhören, also ich meine, wir werden noch weiterspielen, aber sollen wir hier unseren Ersteindruck beenden? Können wir, es ist kein besonders spektakulärer Abschluss, aber ich weiß auch nicht, ob da so bald einer kommt. Ja. Zum Abschluss, mir gefällt es bisher wirklich sehr gut. Ich habe richtig Bock weiterzuspielen.
Und ich bin wirklich gespannt, was noch kommt. So die ganzen, wenn ich so die ganzen Momente aus dem Original mir in Erinnerung rufe, bin ich wirklich gespannt, wie das so dieses neu gemacht haben. Ja. Ja, ich bin tatsächlich noch ein bisschen damit beschäftigt, damit warm zu werden, weil es doch recht anders ist. Aber schauen wir mal, wo es noch so hingeht. Ja. Also schlecht finde ich es auf jeden Fall auch nicht. Aber gut. Ja, dann würde ich sagen, wir sprechen, lesen, hören und was weiß ich uns das nächste Mal. Uwe, hast du noch was zu sagen? Nö. Wann kommt One Piece? Die neue Staffel. Das ist meine Lieblingsfrage. den genauen Termin kann sein. Ich glaube, es ist sogar schon von ProSieben angekündigt. Ich weiß ihn aber gerade nicht. Ich weiß nur, dass sie in Arbeit sind die nächsten Folgen. Und du hast ja erzählt. Ja, ich habe für die Staffel schon die ersten inzwischen 25 Folgen sind, glaube ich, schon aufgenommen. Ah, etwa. Cool. Also, One Piece kommt bald. Mhm. Alles klar. Gut, Leute. Jo, dann tschö mit Ö. Macht's gut. Wenn euch das Video gefallen hat oder wenn ihr sonst irgendetwas sagen möchtet, lasst mir einen Kommentar da. Gebt mir einen Daumen nach oben und schaut euch mal ruhig auf meinem Kanal um. Ein Abo wäre natürlich auch nicht schlecht.